Servus, FNTV. Ich bin der Andi und ich begrüße dich zum ersten Vlog unseres Kanals. Wir sind hier auf der Aussichtsplattform des Münchner Besucherparks. Der Besucherpark ist hier, hier vor uns der Flughafen, aber bis jetzt sind noch keine Flugzeuge gekommen. Ich hoffe, dass wir heute Glück haben, dass wir das ein oder andere Flugzeug kriegen. Aber schauen wir mal, wenn nicht, dann macht es wie so die Gegend hier schön. Und ich bin gespannt, was wir heute hier erleben werden. Und wir hören uns dann, wir gucken mal, was wir so machen und dann schauen wir weiter. So, jetzt sehen wir etwas von dem Flughafen hier und von den Autos, die hier vorbeifahren. Aber Flugzeug da vorne, schauen wir mal, ob wir heute noch sowas von sehen, wie Flugzeuge. Vielleicht haben wir heute gar eine saudämliche Uhrzeit erwischt, wo nicht so viele fliegen, aber das macht ja nichts. So, hier sehen wir den etwas ländlichen Teil vom Flughafen, weil der Flughafen München wurde ja auf ein Moor drauf gebaut. Und genau, deswegen ist es hier wirklich auch sehr ländlich in München geprägt. Aber Flugzeuge sehen heute irgendwie nicht so aus, als würden es heute großartige Flugzeuge geben. Ja, also es ist wirklich hier sehr ländlich geprägt hier, die Gegend. Genau, hier sehen wir auch noch einen Teil des Flughafens. Und hier sehen wir auch das ein oder andere Museumsstück an Flugzeugen. Ist echt schick gemacht und hier sind wir vorhin die Treppen hochgekommen, es ist echt ganz schön, es sind ganz viele Stufen, aber es ist echt schön hier oben. Ich war hier auch schon lange nicht mehr. Genau, also es ist hier alles Flughafengelände. Alles hier ist Flughafengelände. Das einzige, was fehlt, sind Flugzeuge heute, aber sonst ja, ist viel. So, jetzt bin ich eine Ebene weiter drunten und man sieht hier auch wirklich sehr schönen Ausblick von hier. Und ja, sieht sehr toll aus. Hier sehen wir die Flugzeuge aus der Nähe, dass man die echt schön betrachten kann. Aber fliegende Flugzeuge ist bis jetzt wirklich noch nicht vorgekommen. So, jetzt haben wir hier doch noch ein Flugzeug, ich weiß nicht, ob man es durch die Wolken jetzt gut sieht. Aber wir haben wenigstens also ein Flugzeug gesehen. Schauen wir mal, ob es auch auf dem Film drauf ist. Da oben sitzt meine Kamerafrau, aber da ich gerade selbst filme, hat sie gerade Pause. Genau, da oben waren wir vorhin, ich gehe da auch gleich wieder hoch. So, jetzt hier nochmal den Ausblick auf den schönen Münchner Flughafen. Genau, da hinten scheint wirklich irgendwas hier zu bauen, aber sieht eigentlich ganz schick aus. So, meine Lieben, jetzt sehen wir hier ein Flugzeug, das startet. So, sehen wir von hier aus. Also jetzt haben wir dann noch Glück gehabt, das ein oder andere Flugzeug hier zu sehen. So, dieses Einflug ist jetzt gestartet. Und weg ist es.
So. Und da steht das nächste. Wir sind jetzt auf dem Weg zwischen Besucherpark und S-Bahn und genau, ich fand es ganz schön an, ich melde mich gleich nochmal zum Abschluss. So, Dala, jetzt sind wir hier auf dem Weg zwischen Besucherpark und S-Bahn. Ich sitze hier gerade auf dem Parkbankerl. Ich hoffe, dass ihr das erste Vlog wieder gefallen hat. Es werden auch weitere Vlog-Videos folgen, aber die Vlog-Videos werden in unregelmäßigen Abständen erfolgen. Ich dachte hier, der Besucherpark, es wäre einfach ein guter Anfang, einfach auszuprobieren, die Technik auszuprobieren außerhalb von zu Hause und zu schauen, wie das alles funktioniert. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert und ich hoffe, dass es dir wirklich auch gut gefallen hat, das ist der erste Vlog. Genau, wir gehen jetzt, wir fahren dann nach Hause jetzt. Station nach Echin. Wenn du auch mal zum Besucherpark kommen möchtest, wir kommen mit dem Besucherpark. Hierher fahren die Linien S1 und S8. Die halten weiter München Flughafen Besucherpark. Eine Station weiter ist München Flughafen Terminal, das ist die Endstation, da fliegt man ab. Eine Station davor ist der Besucherpark und dann kommt man hierher in 5 bis 10 Minuten ungefähr zu Fuß. Und man kann echt. Es gibt ja auch eine Minigolfanlage, die ist heute leider geschlossen. Es gibt wirklich die historischen Flugzeuge. Und ja, es gibt hier einfach auch einiges zu sehen. Hier vorne ist auch ein Kinderspielplatz. Also es gibt wirklich einiges, was man wirklich hier erleben kann. Zur Aussichtsplattform kostet jetzt pro Person 1 Euro. Es gibt vor dem Eingang gibt es Automaten, wo man die Personenanzahl auswählt und das Geld einfach einwirft. Also man kann wirklich hier für 1 Euro auf die Aufsichtsplattform erleben, wenn sie hier wirklich viel und sie wirklich einen schönen Flughafen hier, die Gegend hier. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu machen, dass er sich das anschaut. Und ich war das letzte Mal in meiner Kindheit hier, es ist schon lange her. Und ich dachte, es wäre einfach eine Gelegenheit hier, einfach einen Vlog aufzunehmen und einfach mal zu probieren. Und ihr wisst ja, jedes Mal wird es besser und das nächste Mal wird es sicherlich wieder professioneller als dieses Mal, aber es macht nichts. Es soll einfach ein bisschen Spaß machen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal, egal ob
anderes Format ist, aber wir sehen uns. Bis dahin, servus, euer Andi.